So, wenn es diese Formeln 2 Monate später, wir üben immer noch, also durchgehend 2 Monate haben wir geübt jetzt, ja, durchgehend ohne zu schlafen, essen und trinken. Ja, schaut. Oh, und ich bin immer noch nicht besser. Ui, ich bin Sag immer noch nicht mal. besser. Ich habe ihn zwar eben so super mit. Fokus, Pitpat. Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür. The Revolution! The Revolution beginnt! Vive de la France! Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! So, ich wollte noch was an den Formeln zu den Wänden sagen. Das ist die Formel für die Atomspaltung. Jetzt für alle Salafisten. Schreibt euch das gut ab. Und ihr könnt eure eigene Atombombe entwickeln hier. Ja. Und warum ich das weiß, weil eine Französin die erste Kernspaltung nicht, glaube ich, ne? Atomspaltung gemacht hat. Es war eine Französin, aber das war erst um 1900. Um genau im 20. Jahrhundert, also 1900, bla bla bla. Genau weiß ich nicht. Hoppala, hoppala, hoppala. Hoppala, ich nehme ihn dir ab. Oh, und hast du gesehen, wie ich schön pariert habe? Also zwei gehen auch noch. Nehmen wir jetzt die Schwerter. Gut, verschwinden wir aus dem Scheiß. Ach, er gibt mir eins. Ich wollte sie noch ausplündern. Hallo! Ich wollte sie noch ausplündern. Und jetzt rennen wir wieder hier durch dieses schöne Level-Design. Wir haben keine Zeit, uns das anzusehen. Sollte mich einer abmoxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen, wie ich schön pariert habe? Ich mach mich langsam, aber ganz langsam. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und, oh, 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 das war doch mal Mut. Belek, ist die Tür offen? Wir haben ein Problem. Oh ja, oh ja. Wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Oh, voilà. Jetzt gibst du mich 3 auf die Fresse. Und wieder schön pariert. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Hoppala. Und zack. Boah, Alter. Und Krise. Was? Oh, 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 das sind ein paar zu viele, würde ich sagen. Ich möchte rennen. Und tschüss, Jungs. Tschüss. Was ist mit dir? Ich habe keine Zeit für Kämpfe. Nein, die haben mich erschossen. Das ist jetzt Witz. Das ist ein Joke vom Spieledesigner. Das haben die absichtlich eingebaut. Das kann nicht euer Ernst sein. Schuld. Und bin ich jetzt im Nebel? Ich hätte gleich abhauen müssen. Das Spiel. Komm hier. Ja, wie soll ich mich kommen? Ja, wohin denn? Kollege, du musst dich schon entscheiden. Schnell! Solange die Menge sie beschäftigt. Was? Er springt doch! Nein! Was war das denn jetzt? Viva Revolution. Ich würde aber gerne mitmachen, ehrlich gesagt. Du, der mich Pisspot nennst, wie heißt du eigentlich? Ups, hier gab's das schon. Hier gab's das schon richtig einen auf die Netze. Hoppala. Schaut, da rennen wir überall durch. So schön, schöne Räume und wir können uns die nicht anschauen. Nein. Oh, 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 o
Warum können wir eigentlich nicht so ein Gewehr nehmen? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Und jetzt? Brillant, und wie kommen wir wieder runter? Ich möchte so ein Gewehr nehmen. Darf ich nicht. Etchy Badge, dann nicht. Darf ich das später vielleicht? Zimmeron! Bin ich jetzt falsch gelaufen? Der rennt weg, ne? Oh, hier das Schlachtfeld alleine schon. Cool. Und ich habe keine Zeit, mir das anzuschauen. Das finde ich doof. So schön gemacht und ich darf das nicht anschauen. Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pissbot! Du, zurück von der Kante! Merde! Und? Was? Weil er ist so... Wieso sehe ich jetzt nicht? Ey, bitteschön. Okay. Ubisoft präsentiert jetzt. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed Unity. Und wir sind übrigens in Paris. Wir sind in Paris im Kerker. Okay. So, das Abspeichern wieder mal nicht vergessen. So, ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt weiterspiele. Und dann wird auch irgendwann mal eine Pause sein. Seid mir nicht böse, es wird ein bisschen dauern, weil ich bin dann wieder auf Montage unterwegs. Tja, hätte ich auch meine Millionen Anhänger und täglich jedes Video 20 bis 100.000 Klicks, könnte ich euch jeden Tag Videos hinstellen. In Hülle und Fülle, in grandioser Qualität, dann würde ich mir echt Mühe geben. Ohne Ende, gar keine Frage, weil ihr mich ja dann ernährt. Aber so... Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Du bist der Elise. Hörer meines Vaters. Ich. War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Ja, weil... Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Den Brief, den wir zu spät abgegeben haben. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh. Geh einfach. Ja, so enden sie die großen Romanzen. Real life. So, wieder gefühlte, wie lange? Gefühlte, nachdem ich mir mein Mittagessen gemacht habe, gegessen habe und endlich wieder scheinbar ein Bildschirm kommt, können wir weiterspielen. Nein, ich habe nichts gegessen, nichts gekocht, aber gefühlte 20 Minuten waren schon. Na, die Uhr bleibt immer noch 10 nach 6. Passt.
Ja, es ist doch immer noch das gleiche Bild. Wir sind jetzt ein Trinker. Was ist jetzt mit unserem Assassin Club da? Die Kirche ist geil, ne? Das kennen wir. Notre Dame müsste das sein, oder? Doch. Oder? Da wo. Ich weiß gar nicht, wie der Film heißt mit Hugh Grant oder wie heißt der? Der gute Schauspieler, der Wolverine spielt, der hat ja auch mal. Was soll das bedeuten? Van Helsing gespielt. Ich glaube, der Film hieß auch Van Helsing. Und da hat er doch bei Notre Dame, hat er auch diesen großen Riesen gejagt, da diesen Mr. Ich wollte schon Hulk sagen, Mr. Hyde. Hyde, genau, so. Ja, ich hoffe, in Erinnerung bewerten, ja, wie bewerten wir diese Erinnerung mal mit 4? Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich wirklich auch die Minimap und so ausgepaart habe. Ich selber wird ein bisschen. Was haben wir denn da? Kirschbombe. Und Rauchbombe. Aber die haben wir gar nicht. Dann nehmen wir doch mal vorsichtshalber die Kirschbombe. Und eine Gesundheit nehmen wir vielleicht auch nochmal. Naja, was wollte ich sagen? Wie wende ich denn jetzt diese Aha. Moment. Wieso hat er jetzt nach unten geworfen, bitte? Was ist damit? Hä? Was? Kann mir mal jetzt einer. Ich will jetzt wissen, wie ich die Kirschbombe werfe erstmal hier. Entschuldigung. So, ich hab da einen Punkt. Nu? Aha. Gar nicht mal so leicht. Hat sie den richtigen getroffen. Was machen die denn da unten? Es ist ja lebendig, die Welt. So, da unten ist was. Irgendeine Mission. Machen wir die jetzt erstmal. Und wir haben wieder Schwierigkeiten, hier runter zu springen. Einfach mal 0 drücken und er lässt los. Okay. Habe ich gesagt, du sollst dich ducken? Er geht da immer in Deckung. Ich will aber gar nicht, dass er in Deckung geht. Ich will, dass er springt. So, schön ruhig hier hinten die Gasse. Na, mon ami. Ein bisschen welche Wäsche? Oder ist das die neue Kokskühe hier? Was ist da denn jetzt so goldig? Ach nee, das ist nur der Sonne. So, jetzt müssen wir schauen. Wir sind in einer Taverne. Da ist einer. Wo kaufe ich denn Fähigkeiten aus, um Stücke, um ihr Level zu erhöhen? Wo mache ich das? Schauen wir mal auf Kärtchen. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind im Geschäft. Wir sind im Geschäft. Ne, wir sind eigentlich da. Oder? Kann ich denn da was kaufen? Und was ist das? Bin ich das jetzt? Nein.